Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer, bei dieser Verleihung des 54. Wirtschaftsfilmpreises. Ich bin Anni Dunkelmann und ich führe uns alle heute durch diesen Abend. Und ich freue mich schon auf sehr viele glückliche Gewinner und spannende Gewinner-Talks. Die Gewinner, die sind uns auch in diesem Jahr wieder alle live zugeschaltet, auch alle Nominierten. Die sitzen jetzt schon alle vor ihren Bildschirmen zu Hause und warten gespannt auf ihren Auftritt. Ja, und auch wenn das in diesem Jahr alles wieder virtuell stattfinden muss, finde ich trotzdem, man spürt die gespannte Atmosphäre. Das Adrenalin liegt irgendwie in der Luft, finde ich. Die Laudatorinnen und Laudatoren, die sind schönerweise bei mir hier im Studio. Und weil die auch gleichzeitig Jurymitglieder sind, freue ich mich auf sehr inspirierende und spannende Gespräche. Aber worauf wir uns alle am meisten freuen, das sind Filme, Filme, Filme. Und damit geht's los mit dem Deutschen Wirtschaftsfilmpreis 2021. Ja, es ist bestätigt worden, die Stadt ist wie paralysiert. Habt ihr im letzten Jahr Essen bestellt? Wir sind Generation um Generation. Wir passen uns an und machen die Dinge passend. Und als erstes begrüße ich bei uns im Studio Elisabeth Winkelmeier-Becker, die parlamentarische Staatssekretärin hier im Bundeswirtschaftsministerium. Und Sie vertreten unseren Bundesminister, der jetzt aus terminlichen Gründen absagen musste. Schön, dass Sie so spontan eingetreten sind. Ja, sehr gerne. Ja, herzlich willkommen. Sehr gerne. Peter Altmaier, von dem ich auch herzlich grüßen soll. Ja. Er hat mir heute diese schöne Aufgabe überlassen. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Diesen Wettbewerb, der ist ja schon alt, den gibt es seit 1968 oder sagen wir mal, er ist reif in guten Jahren. Ja. Was zeichnet den Wirtschaftsfilmpreis des BMWI aus? Ja, eigentlich ist es immer noch die alte Idee von vor 54 Jahren, jetzt kann ich es dabei machen, es ist immer noch die alte Idee zu erklären, was verbirgt sich hinter Wirtschaft? Was macht erfolgreiche Industrie aus und dergleichen? Da entstehen doch viele Fragen aus der Ferne. Und das mal aus der Nähe zu erklären, dafür mehr Verständnis zu generieren, das ist eigentlich das, was dieser Wirtschaftsfilmpreis bewirken soll. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Filme, die heute auch ausgezeichnet werden. Ja, die sind toll, kann ich Ihnen schon verraten. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation der Kultur- und Kreativwirtschaft ein? Wie geht es der Branche jetzt in dieser Zeit? Ja, wir sind ja auch hier zum zweiten Mal mit dieser Veranstaltung nur digital unterwegs. Gut, mit Kameras und Bildschirmen kann gerade dieses Medium vielleicht auch gut umgehen. Aber es steht eben dafür, dass es der Kreativwirtschaft eben nicht gut geht, sondern wir sind durch Corona natürlich hier doch in einer sehr schwierigen Situation. Deshalb hat das Bundeswirtschaftsministerium hier auch reagiert und hat viele Hilfen eben auch mobilisiert. Allein in die Kreativwirtschaft sind 2 Milliarden geflossen. Ich denke, es ist gut angelegtes Geld und ich hoffe, dass es auch sein Ziel erreicht. Was sehen Sie für Perspektiven, besonders bei der Filmwirtschaft? Ja gut, ich denke, mit zunehmender Impfdynamik werden auch wieder Kinobesuche möglich und dergleichen. Also das wird wieder besser. Ich glaube, die Leute, die freuen sich auch total darauf. Es gibt einen Nachholbedarf. Jeder möchte auch wieder dieses Erlebnis haben, mit Freunden in Filme zu gehen, darüber zu sprechen, das, was da thematisiert wird und das zu erleben. Und von daher gibt es eine gute Perspektive, vorausgesetzt, wir schaffen das jetzt, die Corona-Pandemie im Griff zu behalten. Ja, auf jeden Fall. Das BMWI engagiert sich ja bereits seit vielen Jahren für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Warum ist Ihnen diese Branche denn so wichtig? Sie hat eine hohe Dynamik und eben mit der Kreativität
pusht sie auch andere Wirtschaftszweige. Sie ist also wirklich ein Dynamo für vieles andere. Auch hier ist es ja genau ein sehr gutes Beispiel dafür. Die Kreativität der Filme zeigt, was in anderen Branchen, was in Unternehmen los ist. Mhm. Und das ist ein toller Synergieeffekt. Und deshalb ist es uns auch so besonders wichtig, gerade dieses Genre hier auch auszuzeichnen, dem mal eine Bühne zu geben und eben auch die besonders guten Filme auszuzeichnen und auch dem Nachwuchs hier eine Chance zu geben. Ja, in diesem Sinne, da legen wir mal los. Vielen Dank, Sie bleiben noch bei uns. Hinter den Kulissen dann aber danke für das Gespräch. Nicht ohne der Jury gedankt zu haben. Die haben viele Stunden hier investiert und ich hoffe, alle sind auch ein bisschen klüger geworden durch die vielen Filme, die man geschaut hat und dann vielleicht ja auch den einen oder anderen Aha-Effekt selber auch erlebt hat. Da bin ich mal gespannt. Ich spreche nämlich noch mit den Jurymitgliedern. Vielen Dank und viel Spaß Ihnen noch mit uns heute Abend. Dankeschön. Unsere 15 Jurymitglieder, darüber haben wir gerade gesprochen, die haben in diesem Jahr so viele Filme gesehen wie noch nie. 244 Stück nämlich. Ne? Und damit ist klar, der Wirtschaftsfilmpreis selbst wird auch immer beliebter. Ne? Und er wird vergeben in den Kategorien Wirtschaft gut erklärt, Wirtschaft gut präsentiert und Nachwuchsfilme. Das sind unsere Kategorien heute Abend. Die Nachwuchsfilmer, die gewinnen zu ihrer Auszeichnung auch noch bis zu 10.000 Euro. Und vergeben wird der Preis eben jeweils von unseren Jury-Laudatoren und Laudatorinnen, denjenigen, die ja eben alle Filme gesehen haben. Die haben sich eingesperrt, die haben alles geguckt, die haben diskutiert, vielleicht haben sie auch mal gestritten. Ja, das werde ich gleich mal erfragen. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das? Und ich hoffe, dass mein erster Gast mir diese Fragen beantworten kann und noch etwas mehr. Bei mir ist jetzt Dr. Daniela Brönstrup. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Brönstrup, Sie sind die Juryvorsitzende unserer Jury vom Wirtschaftsfilmpreis und hier im Ministerium verantwortlich für Digitalpolitik, Postpolitik, Internationales und Medien. Ansonsten, heute reden wir über den Filmpreis. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich würde sagen, wir legen los mit Ihren Kollegen. Mit wem arbeiten Sie eigentlich zusammen? In der Jury, ne? Also. Ja, wir haben eine ganz, ganz breit gefächerte Jury und das macht auch die Arbeit in der Jury aus. Wir sind divers zusammengesetzt aus Männern und Frauen, aus Leuten aus der Filmbranche und Leuten, die eher aus der Wirtschaft kommen, aus Bereichen der Wissenschaft, aus Kommunikation und auch von Agenturen und natürlich dann mit mir auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Und das macht auch die Besonderheit der Juryarbeit aus. Es ist einfach immer eine sehr lebhafte, spannende Diskussion, die viel Spaß macht. Das kann ich mir vorstellen. Wie lief das dann ab? Es läuft jetzt schon zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen ja ab. Wie war das? Sie haben sich wahrscheinlich gar nicht immer treffen können, nehme ich mal an. Wir haben die Vorauswahl tatsächlich online gemacht. Aber wir waren alle sehr, sehr froh, dass wir uns dann mit einem guten Hygienekonzept und Abstand und getestet im Juni tatsächlich auch live gemeinsam persönlich treffen konnten und das war eine tolle Situation und eine sehr, sehr gute Diskussion und dafür danke ich auch nochmal der gesamten Jury sehr, sehr herzlich. Es gab einen Rekord an Einreichungen, 244 Filme haben Sie alle gesehen. Wünscht man sich das überhaupt, dass es immer mehr wird? Sie müssen das ja alles angucken. Doch, wir haben uns super gefreut. Also gerade angesichts der Pandemie konnten wir nicht damit rechnen, dass wir dieses Mal eine Rekordeinreichung verzeichnen würden. Und insofern war das eine sehr schöne Überraschung. Und wir freuen uns eigentlich auch immer sehr auf die Filme. Die sind einfach toll anzugucken. Ja, wie läuft das denn genau ab unter Ihnen? Also wie ist der Prozess? Der Prozess ist so, dass wir zunächst eine Vorauswahl treffen und uns dann eben als Jury zusammensetzen. Und diese Vorauswahl läuft in der Regel relativ leicht ab und man ist sich dann relativ schnell einig, wer zur Spitzengruppe gehört. Und dann geht die Diskussion aber so richtig los. Also über die Frage, wer nominiert wird und wer dann auch die Preise bekommt, da diskutieren wir schon sehr, sehr leidenschaftlich und intensiv. Woran scheiden sich da so die Geister? Geht es da um Geschmäcker, was man spannender findet? Oder also? Na, es geht auch darum, wer trifft genau die Kategorien des Wirtschaftsfilmpreises. Wir wollen ja, dass eben Wirtschaft gut erklärt wird zum Beispiel und dass es auch für ein breites Publikum Wirtschaft zugänglich macht. Und wir gucken uns dann immer wieder an, trifft es die Kriterien eigentlich auch und ist es filmisch gut umgesetzt, ist es innovativ und spricht es auch junge Zielgruppen an. Also wir würden uns freuen über noch mehr Beiträge für Kinder und Jugendliche. Ich würde da so gerne mal Mäuschen spielen, wenn sie da diskutieren und streiten und wer wird es jetzt. Und gab es auch manchmal so Stillstand, weil die eine Abteilung meinte, nee, also ich will den anderen jetzt hier auf Platz 1 und das mache ich aber nicht. Gibt es sowas auch, dass es das gibt's nicht. Spannend dafür. Wird? Also es wird spannend und wir diskutieren intensiv, aber immer konstruktiv. Ja. Also es ist immer in sehr, sehr guter Atmosphäre
Und dann ist es gelegentlich auch mal meine Rolle zu moderieren und am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, hinter dem sich dann auch alle versammeln können, auch wenn nicht jeder immer seinen Favoriten ganz durchbringt. Ich frage mich das gerade, was Ihre Aufgabe ist als Juryvorsitzende, ob Sie da als Streitschlichterin fungieren, ob Sie das letzte Wort vielleicht auch haben? Tatsächlich ist es so, dass wir auch abstimmen können und sollte es mal zu einem Patt kommen, würde meine Stimme doppelt zählen. Dazu ist es aber noch nie gekommen. Wir haben einfach immer am Ende ein gutes Diskussionsergebnis gefunden. Ja. Frau Brünstrup, sind Sie, obwohl Sie ja alles wissen, trotzdem auch ein bisschen aufgeregt heute? Es ist ja immerhin eine Filmpreisverleihung, ne? Ich bin total aufgeregt und ich freue mich sehr. Und alle, die nominiert sind, können jetzt eigentlich schon glücklich sein. Und vorab schon an alle ein ganz herzlichen Glückwunsch und danke auch fürs Mitmachen. Ja, ich sage ja, es funktioniert, obwohl wir hier keine große Bühne sind, sondern ein Studio, gibt es doch das Gefühl der Feierlichkeit heute Abend, ne? Für die Gewinner. Vielen Dank für dieses Gespräch. Auch Sie bleiben dabei bei unserer Show live am Rechner. Wir machen weiter und ich würde sagen, wir legen los. Wir kommen hiermit zur ersten Kategorie. Dankeschön. Kategorie Wirtschaft gut erklärt. Für unsere erste Kategorie heute Abend wurden 84 Filme eingereicht, so viele wie noch nie. Und so sehen unsere nominierten Filme aus. Wirtschaft gut erklärt. Die Nominierten. Es geht um Milliarden. Chinas Griff nach Europa. Die neue Seidenstraße. Es geht um das Fundament einer neuen Weltordnung. Seidenstraße. Mit dem Handelsnetzwerk will China seinen Einfluss ausdehnen. Chinas Griff nach Europa. Die neuen Macher. Aufbruch im Handwerk. Ich bin der Meinung, das Handwerk ist generell ziemlich eingefahren. Bäckerei muss nicht immer so standardmäßig verkrustet sein, wie man es kennt. Man kann es auch ein bisschen frischer, moderner, anders machen. Auch Social Media gehört ja dazu. Für mich ist es einfach eine Berufung und eine Erfüllung, mit Holz zu arbeiten. Also wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich hier stehe und frisch Hackfleisch durch den Wolf drehe, den hätte ich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Planwirtschaft in der DDR. Wie groß war der Mangel? Darüber reden wir noch heute. Nur gucken, nicht anfassen. Schlange stehen. Tauschen statt kaufen. Reparieren statt wegwerfen. Selber machen. Die DDR-Wirtschaft verlangt ihren Bürgern einiges ab. Rohwedder, Einigkeit und Mord und Freiheit. Die Arbeitslosigkeit ist bedrückend, in manchen Regionen verheerend und beängstigend. Und Sie haben ja auch recht in ihrer Verzweiflung, denn jeder steht da ja an seinem Arbeitsplatz und macht seine Arbeit gut. Da bemerkte ich, die ganze Stadt war voller Blaulicht. Hi, ich bin Johannes und ich finde Geld geil. Wahn und Sinn, ein YouTube-Wirtschaftskanal der GLS Bank. Bis dahin war mir Wirtschaft total egal. Aber dann in China, krasser Boom. Und im Rest der Welt, Finanzkrise. Das fasziniert mich irgendwie, auch wenn ich es noch nicht genau verstehe. Dafür verstehe ich was von Partys. Zurück in Berlin habe ich mir mein Geld deshalb als Veranstalter verdient. Aber ich wollte mehr und vor allem dahin, wo das Geld herkommt, zur Bank. Corona und die Krise. Doch Krisen kennt unsere Geschichte reichlich. Wir Deutschen und die großen Crashs. Wegen der Ölkrise generelles Fahrverbot. Die Banken hatten damals viel zu wenig Kontrolle. Ereignisse einst, Erkenntnisse heute. Uns jetzt live zugeschaltet sind die Köpfe hinter unseren eingereichten Filmen. Und ich begrüße jetzt bei uns, ich würde gerade sagen hier im Studio, aber bei uns in der virtuellen Veranstaltung für Chinas Griff nach Europa, die neue Seidenstraße, begrüße ich das Team aus Tim Klimesch, Hanne Kehrwald, Linda Viericke und Kate Cox, ein Teil des Teams natürlich. Schön, dass Sie dabei sind. Tut ihr uns den Gefallen und winkt einmal, damit wir wissen, dass wir connected sind und wir uns verstehen und hören. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Die neuen Macher Aufbruch im Handwerk werden vertreten von Daniel Koschera und Matthias Ebel. Herzlich willkommen. Planwirtschaft in der DDR. Wie groß war der Mangel? Dafür ist da Thomas Bayer. Guten Abend, Herr Bayer.
Ich begrüße Christian Beetz und Georg Tschurtschenthaler von Rohwedder Einigkeit und Mord und Freiheit. Schönen guten Abend. Ich begrüße Stefan Brauburger von Wir Deutschen und die großen Crashs. Herzlichen guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Brauburger. Ich brauche doch gar nicht aufgeregt zu sein, ich kriege keinen Preis. Also, und Johannes von Streit und Jan Malvin Brinkmann. Seid ihr zu zweit? Ja, ihr seid zu zweit. Vom YouTube-Wirtschaftskanal der GLS Bank Wahn und Sinn. Schön, dass ihr alle da seid. Und hiermit begrüße ich auch unseren ersten Laudatoren. An den gebe ich jetzt nämlich ab. Das ist Christian Sommer. Sie sind der Präsident des SPIO, das ist die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, muss man noch mal sagen. Schön, dass Sie da sind, Herr Sommer. Vielen Dank für die Einladung. Spüren Sie ein bisschen Aufgeregtheit? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, wobei ich ja schon ahne, wer die Preise bekommt insofern. Ja. Aber trotzdem, es fühlt sich so festlich an. Ne? Wir müssen uns das da reinfühlen, als wäre jetzt das Riesenpublikum live für uns da. Okay, wir kommen jetzt zur Sache. Die warten alle auf Ihre Preise. Herr Sommer, mit der SPIO vertreten Sie kurz gesagt die Interessen der deutschen Film-, Fernseh- und Videowirtschaft. Ne? In ganz kurz genannt. Inwiefern, das interessiert mich, fließt Ihre Funktion da ein? In Ihre Entscheidung als Jurymitglied? Die SPIO ist ja ein Dachverband für sehr viele Verbände. Da gehören Kino dazu, Produzenten eben auch, Produzenten und Verleiher und Kinobetriebe, die auch Wirtschaftsfilme im weiteren Sinne spielen. Also die SPIO hat ja in zweifacher Hinsicht eine Beziehung zur Wirtschaft. Einmal ist sie ein Wirtschaftsverband und vertritt die wirtschaftlichen Interessen der Branche. Denn nur eine gesunde, eine vielfältige Branche, die auch entsprechend über Kapital verfügt, kann Kultur schaffen. Ja. Zum Zweiten werden natürlich auch von unseren Mitgliedern Filme über die Wirtschaft gemacht. Und insofern eingeflossen ist insofern die Expertise über das Wirtschafts- und Kulturgutfilm, ohne dabei die Entscheidung über den einen oder anderen Platz zu beeinflussen. Ich hatte keine persönliche Beziehung zu auch nur einem der Nominierten. Das hätte ich Ihnen niemals unterstellt. Aber mich interessiert, worum geht es in der Kategorie Wirtschaft gut erklärt? Was war Ihnen dabei wichtig? Oder was bedeutet die Kategorie? Es war uns wichtig, wie der Titel sagt, dass Wirtschaft exzellent erklärt wird. Wirtschaft ist so wichtig und ist nicht immer einfach. Auch für Zielgruppen, die nicht von vornherein affin sind für Wirtschaftsthemen. Insofern, es sind ja sehr komplexe Themen. Es geht ja bei den Einreichungen um Cum-Ex-Geschäfte, um ähnliche Dinge, um soziale Missstände im Pflegebereich etc. Das zu verstehen, ist ja auch für einen wirtschaftsorientierten Menschen nicht immer einfach. Und das in gewisser Hinsicht einem breiten Publikum näher zu bringen, das ist eine besondere Kunst. Und den Zuschauer auch einzufangen, dass er dabei bleibt. Und wenn das gelungen ist, dann hat man es unter die Top-Plätze in dieser Kategorie Wirtschaft gut erklärt geschafft. Ja. Ich frage mich gerade, wo Sie so Reibungen hatten in Ihrem Entscheidungsprozess. Haben Sie da manchmal überlegt, so, also ich habe den Film jetzt zuerst verstanden und ich aber den? Oder? Also wenn es darum geht, dass Sachen leicht oder einfach erklärt werden. Ja, also wenn wir dann in der Jury-Sitzung zusammensitzen, hat jeder den Film ja schon gesehen und hat sich schon ein Bild gemacht. Das heißt, wir haben dann schon eine gewisse Expertise aufgebaut. Mhm. Ja. Aber natürlich hat jeder, Sie haben es vorhin erwähnt, oder Frau Dr. Brönstrup hat es erwähnt, die Leute kommen aus verschiedenen Bereichen. Jeder hat eine andere Expertise und hat zu dem einen oder anderen Thema einen schnelleren Zugang. Aber man hilft sich ja gegenseitig, sodass wir dann immer ein Diskussionsniveau hatten und uns dann darauf konzentrieren konnten, wer es am besten rübergebracht hat. Ja, Herr Sommer, ich gebe an Sie ab. Viel Spaß bei der Verleihung der Preise. Vielen Dank. Wir kommen in der Kategorie Wirtschaft gut erklärt zunächst zum dritten Platz. Ich öffne das Kuvert. Und der dritte Preis in der Kategorie Wirtschaft gut erklärt geht an Rohwedder, Einigkeit und Mord und Freiheit. Herzlichen Glückwunsch. Ein paar Worte zur Entscheidung der Jury. Die Jury hat befunden, so geht eine True Crime Dokumentations-Miniserie, so nennt man das heute neudeutsch. Der Beitrag zeichnet sich durch große handwerkliche Qualität aus und punktet vor allem durch einen klaren Aufbau. Die Macher haben das Thema mit passenden stilistischen Mitteln umgesetzt, einen beeindruckenden Spannungsbogen erzeugt und so einen sehr guten und zeitgemäßen Film geschaffen. Die Jury hat dabei ausdrücklich begrüßt, dass private Sender bzw. Online-Plattformen, in diesem Fall Netflix, in solche Projekte investieren. Auch dieses Engagement soll mit der Platzierung gewürdigt werden. Herzlichen Dank für den Beitrag und herzlichen Glückwunsch. Sie bekommen
eine Urkunde. Ich zeige sie einmal, das mache ich nicht jedes Mal. So sieht sie aus. Ich gratuliere. Und komme sogleich zum zweiten Platz in der Kategorie Wirtschaft gut erklärt. Der zweite Sieger ist die Produktion Wir Deutschen und die großen Crashs. Herzlichen Glückwunsch. Was hat die Jury gesagt zu diesem zweiten Platz? Der Beitrag nimmt uns mit auf eine Zeitreise durch die einzelnen Crashs unserer jüngeren Geschichte. Jede von diesen Zusammenbrüchen wurde bereits in unzähligen Beiträgen aufgearbeitet. Die besondere Qualität dieses Films aber liegt darin, dass er die verschiedenen Crashs wirtschaftsgeschichtlich in Perspektive setzt. Die sehr professionelle Umsetzung ist gut recherchiert, beeindruckt mit authentischen historischen Aufnahmen und zeichnet dem Zuschauenden ein lehrreiches Bild über einen bedeutenden Teil der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Ich gratuliere im Namen der Jury sehr herzlich. Und auch für Sie die entsprechende Urkunde. Jetzt wird es spannend. Wir küren den Sieger. Der Platz 1 in der Kategorie geht an Chinas Griff nach Europa, die neue Seidenstraße. Ich sehe jubelnde Gesichter. Ich freue mich mit Ihnen. Ein beeindruckendes Format. Wenn ein Beitrag in dieser Kategorie konkurrenzfähig sein soll oder gar gewinnen soll, dann muss er natürlich einen wirtschaftlichen Sachverhalt gut und ausgewogen erklären. Für den ersten Platz sollte aber auch die künstlerische Gestaltung stimmen. Beides trifft auf diesen Beitrag zu. Der Film erklärt dem Zuschauer ein sehr bedeutendes und sehr aktuelles Handelsthema. Die Hintergründe sind ausgezeichnet recherchiert und werden facettenreich präsentiert. Der Gewinnerbeitrag hat die Jury dabei insbesondere aus zwei Gründen überzeugt. Zum einen wird das Projekt der neuen Seidenstraße aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Hier kommen unterschiedliche direkt oder indirekt Betroffene zu Wort. Vom Betreiber einer Strandbar in Italien über einen Gewerkschaftsvertreter des Hafenbetreibers von Piräus bis zu Politikern und Profiteuren aus dem Immobiliensektor. Zum anderen wird auch der wirtschaftspolitische Zusammenhang beleuchtet. Wie wichtig ist zum Beispiel die europäische Zusammenarbeit, um zu Terms of Trade mit der aufstrebenden Wirtschaftsmacht schlechthin zu kommen? Künstlerisch besticht der Beitrag neben der Verwendung eindrucksvoller Bildaufnahmen mit einem sehr guten Aufbau und ansprechendem Schnitt. Die effektvollen Musikeinlagen und eine authentische atmosphärische Untermalung runden das stimmige Bild ab. Ich gratuliere sehr herzlich, in diesem Fall sowohl mit einer Urkunde als auch mit einem entsprechenden Pokal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und so sieht der Trailer zu dem Gewinnerfilm aus. Preisträger Wirtschaft gut erklärt. Chinas Megaprojekt, die neue Seidenstraße. Ein Handelsnetzwerk soll entstehen zwischen China und der Welt. Das könnte die alte Weltordnung auf den Kopf stellen. Wir sind überzeugt, dass ein offeneres China sich noch stärker in die Weltgemeinschaft integrieren wird. Das bringt Entwicklungschancen und Reichtum für China und die gesamte Welt. Weltweit investiert China in Brücken, Häfen, Bahntrassen und Straßen. Mehr als 70 Länder sind bereits Teil der Seidenstraße. Auch in Europa will man gern die Chinesen als Investoren sehen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir. Ja, ich sehe jetzt nur zwei von dem Team, das ich zuerst aufgezählt habe. Ich erkenne Linda Viericke, hallo, und frage mich gerade, ob da Hanne Kerwald ja. sitzt oder Kate Cox. Frau Kerwald und Frau Viericke, herzlichen Glückwunsch. Haben Sie hinter Ihren Kameras Champagnerflaschen stehen und knallt es gleich bei Ihnen? Also ich muss gestehen, ich war jetzt doch sehr überrascht. Wirklich? Sie waren überrascht ja. über diese Auszeichnung? Warum denn?
Ich gar nicht. Wir hatten, also als Redakteurin hatte ich natürlich schon den Eindruck, dass wir einen ganz tollen Film zustande gebracht haben. Mhm. Vor allen Dingen dank Linda, der Autorin. Mhm. Aber es war ja starke Konkurrenz. Das darf man ja nicht vergessen. Das stimmt also, das auch. Das war ja ausgesprochen hochkarätig jetzt auch besetzt. Ne? Ja. Also von daher freut es uns natürlich dann doppelt. Und Sie haben es geschafft. Wie sind Sie an dieses große, weite Thema, wie sind Sie da rangegangen? Wie sind Sie dem begegnet? Chinas Griff nach Europa. Ja, wir wollten vor allem die Geschichten der Menschen vor Ort erzählen, wie sie quasi die neue chinesische Seidenstraße auch erleben. Also wir sind halt bewusst auch tatsächlich zu den Hafenarbeitern gegangen. Wir sind bewusst zu Leuten gegangen, die halt irgendwie vielleicht nicht Wirtschaftswissenschaftler sind, sondern vor Ort sind. Und wir haben halt geguckt, dass wir Verbindungen schaffen. Also im Teil 1 haben wir eben Italien und Griechenland erzählt. Eben Griechenland, was schon gekauft wurde quasi, der Hafen von den Chinesen, und Italien, was immer so ein bisschen geliebäugelt hat, einfach um da eine Parallele zu schaffen, aber eben auch ganz klar so eine europäische Perspektive zu zeichnen. Also Chinas Griff nach Europa, was bedeutet der eben für die Menschen da vor Ort? Das war eigentlich so die Zielrichtung. Wie lange haben Sie daran gearbeitet? Lange. Also eigentlich wollten wir, also ja, das, also es war ja voll, Corona ist ja voll reingekommen, ne? Also ja. Wir wollten eigentlich auch einen anderen Film machen, müssen wir sagen. Wir wollten eigentlich auch gerne nach Asien und mussten unsere Pläne komplett ändern. Also die ganze Produktion der zwei Filme hat über anderthalb Jahre halt dann auch in Anspruch genommen. Ja, wow. Na, woran arbeiten Sie im Moment? Womit geht's weiter? Große Pläne? Ja, das motiviert ja auch, so eine Auszeichnung, ne? Ja, gerade machen wir was zu Guardians of Democracy, wenn ich das schon mal teasen darf, zu Menschen, die, die einfach im besonderen Maße unsere Demokratie verteidigen. Und da gibt es ganz, ganz viele Namen weltweit, und da versuchen wir gerade ein sehr spannendes Projekt auf die Beine zu stellen. Klingt nach einem Thema für Sie, Herr Sommer? Ja, hört sich spannend an. Ja, ne? Ja. Vielleicht im kommenden Jahr. Mal sehen. Wie verbringt ihr den Abend heute noch? Womit entlassen wir euch? Also, oh je, wir sind gar nicht darauf vorbereitet. Also Linda, wir müssen feiern gehen. Gemeinsam. Ich bin ja nicht weit weg von dir. Gerade waren gleich Nudeln und Bolognese bei meinen Kindern. Aber ich glaube, danach gibt es den Champagner oder so, würde ich sagen, oder? Sehr glückliche, genau. Nudeln Bolognese. Machen sehr wir. Glückliche. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch nochmal von uns allen. Und ja, genau, feiert ordentlich. Ihr habt es verdient. Die Trophäe und die Urkunde, die schicken wir Ihnen natürlich allen zu. Bin gespannt, wie der Kasten dazu aussieht. Na? Einen wunderschönen Abend. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und allen anderen auch noch einen schönen Abend und viel Erfolg und so. Ne? Super. Damit verabschieden wir uns von allen nominierten Gewinnerinnen und Gewinnern noch nichts. Weil, Herr Sommer, wir haben noch was vorbereitet. Eine kleine Überraschung nämlich. Schießen Sie los. Ja, und diese Überraschung lautet schlicht Sonderpreis der Jury. Warum ein Sonderpreis? Wir haben die Kategorie 1 Wirtschaft gut erklärt. Und Wirtschaft ist ja so ein Thema, das für viele eine Blackbox ist. Aufgabe des Preises ist es ja auch, eine Aufmerksamkeit für den Wirtschaftsfilm oder den Film, der sich im weiteren Sinne mit der Wirtschaft befasst, zu schaffen. Und da müssen wir alle mitnehmen. Mhm. Und der Begriff Wirtschaft steckt ja auch schon in dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft. Das ist die Grundfeste unserer Demokratie. Das müssen wir auch in die nächste Generation tragen, um unseren Wohlstand zu sichern. Das ist, denke ich, eine Mission, die wir alle haben, die vor allem unsere Kinder und Kindeskinder tragen müssen. Mhm. Insofern müssen wir die erreichen. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir sollten einen Beitrag auszeichnen, der in besonderer Weise die Zielgruppe ausweitet und gerade Jüngere, Jugendliche, vielleicht sogar Kinder für Wirtschaft interessiert, damit die dann aufgeklärt genug sind, um eben in den folgenden Jahren und Generationen das Thema voranzutragen. Und so ist die Idee entstanden, einen Preis zu vergeben für eine Produktionsvariante, der das besonders gut gelingt. Ja, und die auch einen entscheidenden Coolness-Faktor besitzt, würde ich sagen. Und wir sind bereit für diese besondere Kategorie. Sonderpreis der Jury. So. Sie haben die Ehre, Herr Sommer. Ich habe die Ehre, wieder mal. Einmal mehr und in meinem Fall das letzte Mal ein Kuvert zu öffnen. Der Sonderpreis der Jury des Wirtschaftsfilmpreises 2021 geht an Wahn und Sinn, den YouTube-Wirtschaftskanal der GLS-Bank.
Ich gratuliere sehr herzlich. Was sagt die Jury? Zu den Aufgaben einer aufgeklärten Gesellschaft gehört es auch, möglichst breite Bevölkerungsgruppen über Wirtschaftsthemen zu informieren. Dieses attraktive Internetformat leistet einen Beitrag über einen hohen Erklärwert und eine innovative Präsentationsform, vor allem jüngere Menschen zu erreichen und damit neue Zielgruppen für Themen der Wirtschaft zu erschließen. Zur Abrundung nutzt ja dieses Format im Übrigen dann auch die Möglichkeiten, die eben ein YouTube-Kanal eröffnet, nämlich über Communities. Ihr habt auch schon zahlreiche Follower. Ein tolles Format, es hat Spaß gemacht anzusehen und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Die Community, da ist noch Luft nach oben, was die Zahl der Abonnenten betrifft. Ich denke, der ein oder andere mehr wird es heute Abend sein. Auch für diesen Gewinner gibt es eine entsprechende Urkunde und selbstverständlich einen Pokal, der dann noch physisch überreicht wird. Viel Erfolg, ihr habt eine tolle Mission. Gratuliere. Und so sieht er aus, der YouTube-Kanal Wahn und Sinn. Sonderpreis der Jury. Hi, ich bin Johannes und ich finde Geld geil. Aber nicht so, wie ihr jetzt denkt. Die Internet-Kiddies von Reddit haben an der Börse Aktien von GameStop gekauft und damit nicht nur die Wall Street-Hedgefonds ordentlich getrollt, sondern nebenbei auch noch ein Vermögen verdient. Das Problem ist, ohne Wirtschaft und Geld geht's ja auch nicht. Aber dann ist vielleicht immer mehr nicht mehr das richtige Ziel. Wenn wir daran was ändern wollen, müssen wir den ganzen Wahnsinn erstmal verstehen. Und dafür muss man ihn auseinandernehmen. Genau das ist die Mission von Wahn und Sinn. Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir an euch beiden. Herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet euch dieser Preis? Hey, vielen, vielen, vielen Dank erstmal. Es ist eine riesige Ehre, erstmal mit diesen ganzen großartigen Produktionen in einer Reihe zu stehen. Und ich war schon super glücklich, einfach dabei zu sein. Und dieser Sommerpreis ehrt unsere Arbeit natürlich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sehen jetzt zwei von eurem Team. Johannes von Streit, du bist das Gesicht dieses Kanals. Jan Malvin Brinkmann, herzlich willkommen auch du. Wie viele seid ihr eigentlich insgesamt im Team? Wer steckt so dahinter? Eine Frage, direkt mal nachzählen. Johannes, Jan, also ich, Franzi, Rico, Johanna, das ist es. Also ich glaube, habe ich irgendwen vergessen, Johannes? Nee. Die Menschen sind vollständig und dahinter steht natürlich auch noch die GLS Bank, die den ganzen Wahnsinn überhaupt erst möglich macht und finanziert. Von daher wird die sozusagen auch als Teammitglied gezählt. Ja. Wie oft produziert ihr eigentlich den Content? Läufst du wöchentlich, monatlich, alle drei Tage? Wenn wir nicht gerade in einer Sommerpause sind, so wie jetzt gerade, dann haben wir jede Woche ein Video, was rauskommt. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Und ich habe mich auch festgeguckt, mir ist auch aufgefallen, mir geht es auch ähnlich, dass das gar nicht so ist, ich gucke mir ein Erklärvideo an, sondern als würdest du mir das persönlich erklären. So fühlt sich das an, so guckt sich das an und so verstehe ich persönlich auch Inhalte am meisten. Aber es setzt natürlich auch voraus, Johannes, dass du selber absolut durchblickst und alles bis ins Kleinste verstehen und kennen musst. Ne? Wie sehen denn deine Recherchen so aus? Was sind deine Quellen? Wie arbeitest du? Also das ist total schön, wenn das so rüberkommt. Tatsächlich ist da ganz viel Recherche vorher und die mache ich glücklicherweise nicht nur alleine, sondern ich habe da eben auch Unterstützung von den genannten Personen, allen voran Jan, der, wenn ich das Gesicht bin, dann ist er wahrscheinlich eher so das Gehirn von der ganzen Geschichte. Und wir überlegen uns vorher grob, was wir machen wollen und versuchen dann innerhalb von drei Tagen zu recherchieren. Manchmal führen wir auch noch Interviews mit spannenden Menschen, Gesprächspartner, Partnerinnen. Und ja, dann ist das immer so ein tighter Wochenplan, damit man dann auch jede Woche Mittwoch die Abonnentinnen freut. Ja, jede Woche Mittwoch gleich merken und abonnieren. Ich habe es schon abonniert. Was wollte ich fragen? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach so, was finde ich ganz spannend. Ein YouTube-Kanal heißt, man kann Kommentare da lassen. Man kann interaktiv dran teilnehmen. Was schreiben euch die Leute denn so? Danke, dass ihr es so gut erklärt habt. Also das wäre jetzt so mein Impuls gewesen. Was habt ihr für Reaktionen auf eure Arbeit? Willst du antworten? Ja, es sind ganz verschiedene. Also ich natürlich sind es einige Leute, die sich einfach erstmal freuen und Danke sagen. Es gibt
Es gibt auch manchmal lustige Beleidigungen, die dann zum Beispiel auf meine Frisur anspielen, aber damit kann ich auch ganz gut umgehen. Aber es ist, es wird auch munter diskutiert und das ist eigentlich das, was mich am meisten freut. Also es soll ja nicht darum gehen, jetzt Wirtschaft nur zu zeigen, wie es ist, sondern wir wollen ja dann auch weiter gucken, was ist gut, was sollte vielleicht auch nochmal überdacht werden. Und dann haben wir das geschafft in der Community, dass Menschen mit unterschiedlichen Meinungen sich gegenseitig hin und her schreiben und manchmal sogar eingestehen, dass sie eine Sache noch nicht so gesehen haben. Und das ist eigentlich das Coolste, was so passieren kann. Ja, finde ich auch. Was habt ihr für eine Zukunftsvision? Wo geht die Reise noch hin? Naja, erstmal müssen wir es wieder aus der Sommerpause erwachen und weiter Videos machen und naja, natürlich noch viel, viel mehr Abonnentinnen und Abonnenten dazu gewinnen und noch viel mehr Leute davon begeistern, dass Wirtschaft nicht automatisch staubig und trocken sein muss, sondern auch total spannend sein kann. Mhm. Absolut. Ja. Und wenn wir es schaffen, dass Menschen verstehen, dass Wirtschaft nicht nur heißt, wie werde ich persönlich möglichst reich, dann, dann ist unsere Mission erfüllt, würde ich sagen. Absolut. Word. In diesem Sinne bitte weitermachen und feiert schön. Herzlichen Glückwunsch zu diesem verdienten Sonderpreis. Ja? Alles Gute. Und wir, Herr Sommer, ich danke Ihnen. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Sie bleiben virtuell weiter dabei. Und wir kommen damit zur nächsten Kategorie. Weiter geht's. Kategorie Wirtschaft gut präsentiert. Für Wirtschaft gut erklärt wurden in diesem Jahr 95 Filme eingereicht. Und so sehen unsere nominierten Filme aus. Wirtschaft gut präsentiert. Die Nominierten. Applaus reicht nicht aus. Lady with the Lamp. Manufacture like a Bosch. Let's produce like a Bosch. Easy use. Connect machine like a Bosch. Perfect team like a Bosch. Full line like a Bosch. To make it mine like a Bosch. No downtime like a Bosch. That's worth a rhyme. Excuse me. Excuse me. Did you say no downtime? That's not true. We have scheduled downtime. Nachhaltiges Handwerk. Fachwerkzimmerei. Die Art und Weise, wie wir mit Holz arbeiten, auch als zukünftig noch relevant sein, wahrscheinlich sogar noch mehr, als wir heute uns vorstellen können. Das ist eben nichts, was man mal eben in der Schule lernt, sondern das ist eben Handwerk. Wir sind vielleicht ein kleines Instrument, das mittelbar beitragen kann, dieses Bewusstsein bei den Bauherren und also bei den Kunden ein bisschen weiterzuentwickeln. The Blue Way, Next Exit. Really? Who wants to live here? Gesichter, ein Wald. Wir sind größer, als du denkst. Wir sind auch besonders schön anzusehen. Wir sind Arbeitsweg und Arbeitgeber. Vor allem aber sind wir viele Arbeitnehmer. Wir sind Macher und Macherin. Wir sind Generation um Generation. Wir sind die bayerischen Staatsforsten.
Wirtschaft gut präsentiert, haben unsere Nominierten und die sind jetzt live bei uns. Ich begrüße bei uns in alphabetischer Reihenfolge. Für Applaus reicht nicht aus, sind bei uns Dustin Steinkühler und Pierre Böckhoff. Hallo, bitte einmal winken. Da seid ihr, alles klar. Herzlich willkommen bei uns. Von Lady with the Lamp, Martin Breuer und Vincent Dolinsek. Hallihallo, herzlich willkommen. Für Manufacture Like a Bosch sind bei uns Jan Finke, Julia Weber und Philipp Loni. Oder doch nur jemand? Hallo. Philipp Loni, hallo. Nachhaltiges Handwerk oder wahrscheinlich, oder war es doch Jan Finke? Jan Finke, herzlich willkommen. Entschuldigung. Nachhaltiges Handwerk, Fachwerkzimmerei wird präsentiert von Lennart Neumann, Wilhelm Schulz und Sebastian Knobloch. Hallo, herzlich willkommen. The Blue Way, Next Exit, wird vertreten durch Steffen Kienzle und Rolf Heiler. Schönen guten Abend, Sie beiden. Und dann gibt es noch viele Gesichter, ein Wald. Und dafür ist heute bei uns Andreas Wolf und sein Kollege Johannes Meyerbacher. Oder auch nur Andreas Wolf. Nickt er? Er sagt, ja, Andreas Wolf. Herzlich willkommen Sie alle und ich begrüße hier mit unseren nächsten Laudatoren. Das ist Dr. Wolf Osthaus. Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen bei uns. Herr Osthaus, Sie sind bei Netflix Director Public Policy für die deutschsprachigen Regionen. Was macht denn als erste Frage eigentlich so ein Director Public Policy? Der kümmert sich um alle möglichen regulatorischen Fragen, die uns beschäftigen. Juristische Fragen. Okay. Also ich stelle mir gerade vor, ob Sie bei der Auswahl in Ihrer Juryarbeit manchmal auch so denken, ja, das wäre jetzt hier auch was für Netflix eigentlich, den könnte man da auch. Ich meine, einen haben wir schon, den Rohwetterfilm, läuft auf Netflix. Aber ansonsten, haben Sie da immer so ein Auge mit dabei? Naja, ich sitze da ja nicht für Netflix und ja, die klar. Filme, die wir da sehen, haben ja alle schon zu Hause gefunden, zum Glück. Ja, ja. Also insofern das nicht, aber man hat natürlich schon, schaut man gerne mal drauf, ob es da irgendwelche wirklich frischen Ideen gibt, ganz neue Perspektiven und das ist natürlich schon immer auch so ein bisschen, dass man das mitdenkt, ja. Ja, ja, wann wäre denn so ein, ich sag mal, Wirtschaftsfilm, egal jetzt in welchem Genre, geeignet für Ihre Plattform? Wir sind grundsätzlich interessiert, wirklich diese neuen Perspektiven zu haben. Ja, etwas, ja, was man woanders nicht gesehen hat, bereits. Und genau das wäre dann, glaube ich, das Kriterium, nach dem man dann auch auf sowas schauen würde. Ja, lassen Sie uns über die Kategorie sprechen. Worum geht es in Wirtschaft gut präsentiert? Ja, da geht es eben wirklich nicht um die Perspektive, die aus der Sicht des Dritten der Wirtschaft erklärt, sondern es geht jetzt im Grunde um die Stimme der Wirtschaft selbst, die sich präsentiert, die andere Leute für ihr Unternehmen, ihr Produkt, für Jobs begeistern möchte. Und das macht diese Kategorie, finde ich, auch so wahnsinnig spannend, weil sie wirklich noch stärker mit den Emotionen arbeiten muss. Ja. Weil sie wirklich die Leute begeistern soll für etwas. Und das muss man sagen, ist wirklich all den Filmen, die es jetzt auch gerade hier in dieser letzte Auswahl geschafft haben, ausgesprochen gut gelungen. Und insofern auch wirklich als erstes mal ganz herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten dafür, dass sie schon mal nominiert sind. Weil das ist zeigt wirklich, dass da ganz groß was geleistet worden ist. Ja. In diesem Sinne, ich gebe gleich ab, wo Sie schon dabei sind. Viel Spaß bei der Ehrung der Preisträger, Herr Osthaus. Ja, sehr gerne. Das ist natürlich eine große Ehre. Und ich komme zunächst zum dritten Platz, den wir auszeichnen und darf jetzt auch diesen tollen Umschlag hier öffnen und erklären, dass den dritten Platz in der Kategorie Wirtschaft gut präsentiert gewonnen hat Manufacture Like a Bosch. Herzlichen Glückwunsch. Und kann gerne eben auch kurz erklären, warum wir das ausgezeichnet haben als Jury. Uns hat hier überzeugt, dass ein an sich ausgesprochen komplexes Thema mit großer Lockerheit und Selbstironie transportiert wird in einer Weise, die man sonst bei dem Thema selten gesehen hat. Denn Industrie 4.0, Internet of Things ist eben komplex, es ist auch sehr schnell, sehr trocken und ganz oft sieht man da irgendwelche Präsentationen dazu, wo man auf Slide 2 aussteigt und das keinen mehr interessiert. Und hier gelingt es, das ist das Thema Emotion, rüberzubringen, ganz viele Aspekte, die dort eine Rolle spielen, bei einem Thema, das für den Wirtschaftsstandort Deutschland als große Industrienation unglaubliche Bedeutung hat, so rüberzubringen, dass man wirklich eine Idee davon bekommt, worum geht's, was soll damit bewirkt werden und wirklich auch eine breite Masse vielleicht für dieses Thema zu begeistern. Und genau das wollten wir auszeichnen. Insofern ganz herzlichen Glückwunsch. Auch hier gibt es dann eine Urkunde, die ich jetzt auch nicht wieder vorzeigen werde, aber die geht auf den Weg per Post. Herzlichen Glückwunsch. Damit komme ich zu dem zweiten Platz und freue mich hier anzukündigen, dass den gewonnen hat in der Kategorie Wirtschaft gut präsentiert. Viele Gesichter, ein Wald. Herzlichen Glückwunsch.
Auch hier gerne die Begründung der Jury dazu. Das mag ja zunächst etwas überraschen, dass ein Film für die Bayerischen Forsten den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis gewinnt. Aber natürlich ist auch die Holz- und Forstwirtschaft ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Aber generell ist Wirtschaft ja etwas, was immer auch eine gesellschaftliche Dimension hat, wo es um andere Fragen geht, um soziale oder eben auch um ökologische Fragen. Und gerade da ist, glaube ich, die Forstwirtschaft ein gutes Beispiel dafür, dass es auch um Naturschutz geht, um Landschaftspflege, um Klimafragen. Und uns hat überzeugt, wie dieser Film mit ganz tollen Bildern, aber vor allen Dingen einer ausgesprochen gelungenen Kombination von Text, von Musik und dem Schnitt dieser Bilder ein ungemein sympathisches Bild zu vermitteln davon, was es bedeutet, in der Forstwirtschaft tätig zu sein und damit wirklich auch ein junges Publikum hoffentlich erreicht und begeistert, vielleicht wirklich auch einen Job in der Forstwirtschaft zu suchen. Und dafür sehr verdient den zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch. Und damit komme ich, kleiner Trommelwirbel, nun auch hier zu dem eigentlich, also zum eigentlichen Gewinner. Gewinner, wie gesagt, sind sie alle, aber zum ersten Gewinner eben, dem ersten Platz in der Kategorie. Und dieser geht in der Kategorie Wirtschaft gut präsentiert an The Blue Way Next Exit. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ton an. Und für Sie gibt es dann eben auch nicht nur die Urkunde, sondern zusätzlich diese wunderbare Trophäe, die ich gleich hier beiseite stellen darf und Ihnen dann auf anderem Wege zugeht. Vorher aber natürlich auch hier vor allen Dingen nochmal die Begründung. Dieser Film war einer, den wir durchaus kontrovers diskutiert haben und das ist so während so einer Jury-Sitzung, da guckt man sich die Filme auch gerne nochmal ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal an und das war einer, von dem man sagen muss, der wurde mit jedem Mal, den man ihn sah, besser, weil er so vielfältig, so tiefgründig ist und dabei eine unglaublich herausfordernde Aufgabe löst, nämlich eine sehr abstrakte Dienstleistung, um die es da geht. Es geht um Stadt- und Immobilienentwicklung und Beratungsleistungen dazu von der Firma Dresden Sommer. Das zu vermitteln in Bildern und das Visionäre, das natürlich daran steckt, wenn ich Stadtplanung mache oder Immobilienplanung, das Träumerische, das Kreative, in Bilder zu vermitteln, die dort mit einem extrem hohen Aufwand, mit Einsatz toller visueller Effekte, einem großartigen Schnitt wirklich einen emotional gepackt haben, in einer Weise, die dann auch international verwertbar ist. Auch das eine große Leistung und wichtig für eine Firma, die international tätig ist. Das Ganze hat uns so überzeugt, dass wir wirklich gesagt haben, das ist Wirtschaft gut präsentiert und das wollen wir genau auszeichnen. Insofern ganz herzlichen Glückwunsch, toll gemacht. Und damit darf ich, glaube ich, auch den Trailer dafür ankündigen. Viel Spaß damit. Preisträger Wirtschaft gut präsentiert. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch, Steffen Kienzle und Rolf Heiler, zu diesem verdienten Preis. Sagen Sie mal ganz ehrlich, ist dieser Preis für Sie eine Überraschung oder haben Sie beim Machen eigentlich gemerkt, ey Leute, hier gibt es einen Preis, hier gibt es was, also für das Zeug. Das merkt man doch manchmal auch, oder? Ganz ehrlich, das ist doch nicht Ihre durchschnittliche Arbeitsform, solche Filme. Das generieren Sie doch jetzt nicht ständig. Also zunächst mal muss man sagen, dass dieser Film sicherlich auch für uns ein bedeutendes Projekt war. Wir haben ja schon einige Preise mit diesem Film auch gewonnen in der Zwischenzeit. Ich möchte aber jetzt die Gelegenheit wahrnehmen, dem Regisseur Max Buck erstmal hier zu danken, dass der so erfolgreich wurde. Dieser Film ist nämlich dem Regisseur in erster Linie auch zu verdanken. Max Buck heißt er, ein von dem man noch hören wird. Wie heißt er nochmal? Max Buck. Danke. Okay. Ja, und dann muss man dazu sagen, dass natürlich der Kunde auch ein fantastischer Kunde ist, der uns hier eine Freiheit ermöglicht hat,
All unsere Ideen konnten wir verwirklichen. Und natürlich war auch viel Arbeit dahinter. Filmen heißt, oder drehen heißt ja oft auch leiden. Mein Partner, der Steffen Kinsle, kann sicherlich auch ein bisschen erzählen. Wir haben ja auch teilweise in Hongkong gedreht. Ja, zu einer Zeit, die natürlich in Hongkong sehr schwierig war. Und wir aber insgesamt, wir hatten ein klasse Team und über so ein klasse Team haben wir halt auch diesen Film umgesetzt. Und nee, es war nicht von Anfang an klar, dass wir damit so erfolgreich sein werden. Und ja, es war eben was ganz Besonderes. Das ist es wirklich. Also mir ging es beim Schauen auch eher, als würde ich in so ein Kunstwerk reingesogen werden. Können Sie diesen besonderen Effekt überhaupt noch spüren? Oder ist man im Prozess, verliert man sich da über Schnittsequenzen und Soundeffekte und Animationen? Also die Postproduktion ging über ein halbes Jahr. Ich gebe zu, nach einer Weile hört es da schon auf, sage ich mal ein bisschen. Aber jetzt mit so ein bisschen Abstand, funktioniert natürlich die Magie da immer noch. Und von dem her, ist toll, dass wir den Wirtschaftsfilmpreis bekommen. Wie lange habt ihr insgesamt daran gearbeitet? Also insgesamt war dieser Film ein Projekt, das sich über ein Vierteljahre zog, von der ersten, vom ersten Kundengespräch praktisch bis zum fertigen Film. In der Postproduktion haben dann über 20 VFX-Studios, die in ganz Europa auch verstreut sind, da mitgearbeitet. Auch diese Koordination war natürlich insofern nicht ganz einfach, als dass wir erstmal so eine Pipeline da machen mussten und dann dafür sorgen mussten, dass eben alle Effekte auch so den gleichen, die gleiche Designsprache haben. Wir haben natürlich hier auch VFX-Supervisor beschäftigt und dann hatten wir Glück mit der Schauspielerin, die unglaublich gut funktionierte vor der Kamera. Und das ganze Team, haben wir schon erwähnt, war halt auch total motiviert. Und es ist ein ganz typischer Film für Cinecore. Wir versuchen ja immer, die eigentliche Botschaft mehr im Subtext zu bringen. Die Hauptbotschaft soll die unterhaltsame, den unterhaltsamen Akzent darstellen. Gibt jetzt noch ein Problem, das zu toppen wird natürlich schwierig. Wir arbeiten hier bereits am nächsten Projekt und mal schauen. Also da gibt's noch Luft nach oben, definitiv. Es ist schön zu sehen, wie Sie sich freuen übrigens. Also machen Sie bitte weiter so, freuen Sie sich, feiern Sie diesen verdienten ersten Platz. Wir sind noch bei Wasser derzeit. Noch? Ja, wahrscheinlich. Aber es war schon eine Überraschung. Ja, vielleicht bleiben Sie noch eine halbe Stunde hier bei uns und trinken dann weiter. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch von uns allen. Vielen Dank. Wir sind damit durch für diese Kategorie, Herr Osthaus. Ne? Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und vielen Dank von mir. Danke und Sie bleiben weiter virtuell bei uns. Absolut, ja, auch ganz körperlich sogar und übergebe gerne an die Kollegin. Hier geht's weiter mit der nächsten Kategorie. Kategorie Nachwuchsfilme. Und in der Kategorie Nachwuchsfilme gibt es wie immer zu Ruhm und Ehre auch ein Preisgeld zu gewinnen. 4, 6 und 10.000 Euro für die ersten drei Plätze. Und das sind unsere übrigens 65 Einreichungen gab es insgesamt. Und das sind unsere Nominierten. Nachwuchsfilme, die Nominierten. Das Problem ist nicht nur die unglaubliche Menge. Der Recycling-Mythos. Was wirklich mit unserem Plastik passiert. Teppich, Wäscheständer. Das, was Sie in den Händen haben, das schmeißen Sie auch rein. You sexy thing, French translation. Ecosia. Weird search request. A second base me. Jeder hat Träume.
Willkommen in die Pflege. Du würdest gerne was mit Menschen machen? Du suchst nach spannenden Herausforderungen. Du hast Lust auf ein tolles Team? Revived. Und ich begrüße unsere Nominierten live bei uns. Für der Recycling-Mythos, was wirklich mit unserem Plastik passiert, begrüße ich Kai Steinicke. Hallo Kai, bitte einmal winken, da bist du. Hallo. Für Ecosia Weird Search Requests sind bei uns, ich weiß gar nicht, ob alle da sind, ich habe hier 4 Namen. 5. Sandro Rados, Nico Schrenk, Pauline Nier und Lotta Schmelzer. Seid ihr das da alle? Bitte einmal winken. Herzlich willkommen bei uns. Jeder hat Träume mit Nico Eifert. Herzlich willkommen. Komm in die Pflege wird vertreten durch Felix Reichert und Johannes Zenk. Herzlich willkommen. Und Revived, dafür sind Christian Schilling und Christian Arnold da. Christian Schilling und Arnold, könnte man auch sagen. Herzlich willkommen, alle Nominierten. Und ich begrüße bei uns unsere nächste und für heute die letzte Laudatorin des Abends. Das ist Giorgia Torno, die ihres Zeichens Journalistin und Medienberaterin ist. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Hallo. Da sind. Frau Torno, in dieser Kategorie gibt es traditionsgemäß ein Preisgeld. Warum ist das überhaupt so? Naja, also erstens mal muss man einfach sagen, die Leute, die hier unter Nachwuchs laufen, das sind nicht etwa Leute, die mal üben oder sowas, sondern das sind wirklich junge Profis. Die sind besonders experimentierfreudig, kann man sagen. Jedenfalls haben wir dauernd diesen Eindruck gehabt. Und jetzt braucht man sich nicht lange zu überlegen, die brauchen das Geld am meisten. Ich wollte nämlich gerade fragen, wieso heißt der Nachwuchspreis? Ist doch keiner irgendwie wirklich Anfänger bei diesem Film. Ja, es geht auch nicht um Altersgruppen. Ja, genau. Die können das Geld gebrauchen und stecken es hoffentlich in die nächsten Projekte. Ne? Ein bisschen gefeiert da vorher auch werden. Ein kleines bisschen. Mhm. In welcher Hinsicht kann eigentlich dieser Preis auch ein Sprungbrett sein? Naja, ich glaube, das kann er durchaus, wie Preise sowieso immer. Aber hier gibt es vielleicht auch eine Entscheidung zwischen einer Möglichkeit, eher in diesen Spielfilmzusammenhang zu gehen. Das können ja viele im Filmbereich auch sich denken. Oder eben tatsächlich in eher journalistischen Formaten, erklärenden Formaten oder sowas zu bleiben. Was nicht heißt, dass die nicht genauso sehr begeistern können, spritzig sind, verrückt. Ja, ich frage mich auch, ob manche von hier vom Nachwuchspreis vielleicht auch in andere Kategorien gepasst hätten. Weil die erklären ja auch Wirtschaft gut und präsentieren es. Absolut, absolut. Das ist immer wieder die Frage. Aber der Nachwuchs wird sehr scharf kontrolliert, ob er es auch wirklich ist. Mhm. Also ob das nicht, sagen wir mal, der gute Betreuer schickt jemanden vor oder sowas. Nein, nein, nein. Darum geht es nicht. Es sind wirklich Nachwuchsleute. Das wird kontrolliert. Aber ansonsten haben sie die Freiheit, sich wirklich in den Kategorien zu bewegen. Ja. Mich interessiert übrigens auch, inwiefern sich diese Kategorie entwickelt hat in den letzten Jahren. Also wie entwickeln sich die Nachwuchsfilme hier? Werden die jünger? Werden die kreativer? Ja, ich glaube, wir haben nach wie vor ein gewisses Problem, weil viele Leute, die als junge Interessenten für Wirtschaft gelten, die gucken ausschließlich Social Media. Mhm. Das ist schade, obwohl ich überhaupt nicht sagen will, dass man da nicht auch sehr interessante Formate machen kann. Und vor dem Hintergrund haben wir manchmal hin und her überlegt, wie man das jetzt aufbauen soll, ob das nicht vielleicht viel stärker an bestimmten Formaten festzumachen ist. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist Quatsch. Also weil mittlerweile ist jeder Konzern, jeder Betrieb mit irgendeiner Plattform gesegnet und da gibt es auch alles Mögliche. Also es macht gar keinen Sinn. Wir haben die Freiheit der Formate gelassen für den Nachwuchs. Und ich glaube, das ist im Moment auch ganz richtig, das nicht an Plattformen festzumachen. Ja,
Dann übergebe ich jetzt an Sie. Freuen Sie sich schon auf die Verleihung? Sind Sie ein bisschen festlich eingestimmt? Ich bin total festlich eingestimmt. Seht ihr das nicht? Sie sehen auf jeden Fall so aus. Danke. Also jedenfalls, ich habe sogar meine grünen Schuhe angezogen. Aber das kann hier natürlich keiner sehen. Also, wie immer ist es ja auch bei uns hier jetzt so, dass wir mit dem dritten Preisträger beginnen. Mhm. Und der dritte Preis, ich mache das schon mal auf, geht an... Ja, das ist doppelt irgendwie. Mikro halten und was sagen. Also, der dritte Preis, Kategorie 3 Nachwuchsfilme, geht an Ecosia. Ich bin ganz froh, dass ich eben noch mal gehört habe, wie der Name wirklich ausgesprochen wird. Ich habe immer Ecosia gesagt. Gut, also Ecosia, Weird Search Requests. So, und jetzt sage ich mal, was die Jury dazu sagt. Ach so, natürlich ist klar, es gibt das hier und was da oben rausguckt, ist bitte sehr der große fette Scheck. Dieser große fette Scheck heißt erstmal 4.000, das sage ich auch nochmal dazu. Und jetzt, was meint die Jury? Also wir alle benutzen ja immer mal wieder, manchmal auch verdammt oft, digitale Suchmaschinen und gegen die bekannten Elefantenbullen auf diesem Markt ist ein Newcomer ganz schwer dran, sich durchzusetzen. Also gibt man einen Auftrag weg für einen Werbefilm und dieser Werbefilm, der auch noch mit dem Zusatz-Goodie für die Nutzer lockt, je mehr Anfragen, umso mehr Bäume pflanzen wir dafür. Tricky. Ja, für insbesondere ein ökologisch wachsendes Bewusstsein bei der Jugend, ehrlich gesagt auch bei älteren Semestern. Also jedenfalls dieser Film, den wir hier prämieren, der zeigt uns, wie man mit verrückten Suchanfragen gleichzeitig auch diesen Gedanken, überall sprießt dann ein Baum, wie man den illustrieren kann. Und das ist ausgezeichnet gelungen. Und ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben hier nicht irgendwie Leute, die üben. Wir haben eine Riesencrew. Es sind 10 Leute bei den Darstellern bei dieser Sache aufgetaucht und 32 Menschen bei der Crew, inklusive aller Animationen und so weiter. Also mit anderen Worten, wir sehen auch bei diesen Nachwuchsfilmen hier sehr genau, dass Film ein Zukunftsarbeitsmodell, eine moderne Jobmaschine ist. Und das sollte man im Wirtschaftsministerium bitte nie vergessen, gell? Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist nämlich die Filmakademie Ludwigsburg, die sich hier an diesem tollen Film Ecosia verflixt. Weird Search Request, die sich hier wirklich nicht nur versucht hat, sondern einen Preis verdient hat. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, hier kommt jetzt kein Trailer. Ich sehe das ja schon. Und jetzt kommt mein nächster Umschlag. Der zweite Preis in dieser Kategorie Nachwuchsfilme geht an der Recycling-Mythos, was wirklich mit unserem Plastik passiert. Da freut er sich. Das finde ich gut. Ich finde es auch gut, genau noch mal zu sehen, wie sie aussehen, wenn sie nicht in so einem Müllanzug stecken, nicht in Orange. Also, dieser Film, jetzt gucke ich noch mal, was die Jury dazu sagt. Dieser Film hat uns ziemlich beeindruckt. Schließlich hat jeder von uns mehr oder weniger auch beim Familienmüll im Lockdown gemerkt, dass da verdammt viel zusammenkommt. Und manchmal waren die Mülleimer so überfüllt, dass man es auch nicht wegbringen konnte. Also, wir in Deutschland, wie gehen wir mit unserem Plastikmüll um? Und da hat die Deutsche Welle in der Reihe Planet A, vielleicht heißt es auch international für die Deutsche Welle Planet A, den Reporter Klaus Steinicke losgeschickt. Und der hat untersucht, und zwar mit einem erheblichen Körpereinsatz, wie die Plastiktonnen geleert werden.
wie die sortiert werden und so weiter. Also er war mit den Kollegen von der Plastiktonne ziemlich dicke, das hat man auch gemerkt, und sie haben ihn ziemlich akzeptiert. Man denkt also, ach toll, das wird jetzt alles recycelt, aber nur 16%, hier kommt mal eine kleine Zahl, nicht, keine Sorge, nicht viel mehr, nur 16% vom Plastikabfall können tatsächlich recycelt werden. Der Rest wird zum allergrößten Teil exportiert, und zwar in die EU oder nach Südostasien. In Südostasien wird dann immer gesagt Landfill. Ich ahne Schreckliches, wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt alles auch noch ins Meer gegossen wird. So, insofern beweist dieser Film uns ganz wunderbar, dass es so etwas gibt wie einen Recycling-Mythos. Und wir sind ganz froh, dass wir das haben, hier auch noch mal richtig lernen und bewiesen bekommen haben. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, und ihr kriegt 6.000. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, ich habe mir ziemlich klar schon Vorstellungen gemacht, wie man das am besten verteilen könnte, insbesondere angesichts der doch ziemlich gemeinen Arbeit, die da im Vordergrund stand. Aber ich sage jetzt nichts weiter, das wird schon mit der Deutschen Welle klar zu machen sein. Der erste Preis in dieser Kategorie Nachwuchsfilme geht an Komm in die Pflege, Ausrufungszeichen. So, dieser Preis setzt sich damit auseinander, dass wir ja eigentlich alle wissen und im letzten Jahr ganz besonders ist das deutlich geworden, dass die Pflegekräfte irgendwo nicht an der richtigen Rangstelle stehen. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Wir wollen uns nicht in irgendwelche Tarifgeschichten reinstecken. Aber dass da etwas verändert werden soll, das ist ganz klar. Dieses Team, das hier gearbeitet hat, hat jetzt, und zwar das Quadrat-Kollektiv. Ihr habt euch selber sehr genau beschrieben. Ich habe koffeinsüchtig, seid ihr lebensmüde Kameramänner, mein Gott. Virtuelle Feinschmecker. Visuelle Feinschmecker, Gott im Himmel. Es wird immer schlimmer. Also jedenfalls, ihr seid ganz verrückte Leute und ihr habt einen insofern auch völlig untypischen Pflegefilm gemacht. Ihr habt aber angesetzt an einer Stelle, die, glaube ich, ganz besonders wichtig ist. Die Jugend muss für die Pflege begeistert werden. So, und wie macht man das? Ja, ich denke, ich sage jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch an das Quadrat-Kollektiv. Ihr sitzt in Nürnberg und in Köln, wie ich gelesen habe. Also in beide Richtungen geht jetzt der Glückwunsch. Und ihr könnt euch freuen über 10.000 Euro, die hier, sorry, einmal habe ich es nicht gelegt, nicht, dass ihr das Doppelte kriegt. 10.000 Euro werdet ihr also gut gebrauchen können. So, und dann kriegt ihr natürlich als diejenigen, die den Preis bekommen haben, den ersten, diese wunderbare, staubfängerisch verdächtige Gestalt. Ich freue mich mit euch und ich denke, jetzt kommt der Trailer. Ja, wunderbar. Genau. Los geht's. Preisträger Nachwuchsfilme. Du würdest gerne was mit Menschen machen? Du suchst nach spannenden Herausforderungen? Du hast Lust auf ein tolles Team? Und du wünschst dir Zukunftssicherheit? Dann ist eine Pflegeausbildung genau das Richtige für dich. Komm in die Pflege. Aber Arsch abwischen musst du trotzdem. Felix Reichert und Johannes Zenk. Felix Reichert und Johannes Zenk nochmal von uns. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
Ja, toll. Aber ich gehöre zu den Leuten, obwohl ich kein Jurymitglied bin, aber ich habe diesen Film mir mehrfach angeguckt, weil ich einfach so lachen musste, so kurz und so gut. Wie war das, als ihr entschieden habt, wir wollen diesem schweren und wichtigen Thema auf diese schwierige und wohlgelungene Weise begegnen? Wie war das damals? Ja, könnt ihr uns hören? Ja. Erstmal. Der Film hat so eine kleine Vorgeschichte. Und zwar ist es tatsächlich sozusagen eine Auftragsarbeit für, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie wir es formulieren, aber für einen großen Arbeitgeber in dem Bereich. Und wir haben den Film für die gemacht, mit einem sehr kleinen Budget, aber dafür mit der Zusage, dass wir komplette kreative Freiheit haben. Dann war es aber so, dass zu guter Letzt der Vorstand diesen Film noch einkassiert hat, weil man dort befunden hat, dass das quasi keine gute Idee ist, mit diesem Film für sich zu werben. Was sehr schade war, es gab viele Fans, glaube ich, dort im Haus, aber wie gesagt, der ganz oberste, die ganz oberste Etage hat gesagt, nee, mach mal nicht. Und dann haben wir quasi dieses Ende nochmal geändert für eine quasi fiktive Pflegekampagne, sodass wir den noch benutzen können. Sonst wäre der quasi der Zensur zum Opfer gefallen. Aber so kriegt er jetzt ja noch ein kleines Publikum zumindest. Ja, ein sehr dankbares Publikum. War das schwer, also diese Humorform zu finden? Seid ihr schnell darauf gekommen? Habt ihr da lange dran rumknobeln müssen? Wie war die Genesis? Also wir sind eigentlich relativ schnell drauf gekommen, weil wir... ja, wir fangen eigentlich immer so damit an, uns gegenseitig Unsinn zu erzählen und dann entstehen meistens solche Ideen. Und ja, dann geht es eigentlich los und das ist wie ein Selbstläufer im Grunde. War das schwierig, diesen grandiosen Azubi-Darsteller zu finden, der mit seinem Gesicht so viel sagen konnte ohne Worte? Genau, ich glaube, also eine Stärke von dem Film, wenn wir das selber beurteilen können, ist auf jeden Fall der Cast. Wir haben da ganz tolle Leute vor der Kamera bekommen und vorneweg den Tillmann, junger Berliner Schauspieler, der gerade so jetzt am Anfang ist. Mhm. Wir haben lange gesucht, aber in ihm dann eben den perfekten Menschen mit dem perfekten Gesichtsausdruck und diese Aufgaben gefunden. Ja, ja. Welche Wirkung wünscht ihr euch durch diesen Preis? Für euch, für andere? wie gesagt, der Film ist eigentlich, also der Spot ist eigentlich auch fürs Kino produziert worden und dadurch, dass er eben nicht angenommen wurde, ist er nicht im Kino gezeigt worden. Und deswegen ist natürlich dieser Preis für uns eigentlich unglaublich, dass es jetzt sich nochmal nach der Zeit auch nochmal wirklich irgendwie sich da sowas draus ergeben hat. Also, und das wäre natürlich schön, wenn durch den Preis noch ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Spot fallen würde, weil wir eigentlich auch immer noch sehr davon überzeugt sind, dass er einfach vielleicht so ein bisschen so Nerv auch trifft. Eben. Ja, ja, weil er auch einfach richtig gut ist. Sind die 10.000 Euro schon verplant? Nee, wir haben sich rasch mit gerechnet. Okay. Aber wir freuen uns natürlich drüber. Also es kann man immer was mit anfangen. So. Also immer dankend ab. Ja. Ihr seid tatsächlich ein bisschen überrascht. Wie verbringt ihr denn den Abend jetzt heute mit diesem überraschenden ersten Preis? Wir sind gerade auch noch sogar am Arbeiten in Berlin. Also, ach, hört auf. In einem von unseren kleinen Hotelzimmern. Und deswegen, wir gehen jetzt noch ein bisschen raus und gönnen uns wahrscheinlich ein leckeres Bier und stoßen mal drauf an, auf jeden Fall. Prost auf jeden Fall von uns. Feiert diese Auszeichnung, ihr habt sie verdient und weitermachen, bleibt nur zu sagen. Das gilt übrigens an alle Beteiligten. Herzlichen Glückwunsch nochmal von uns allen, an alle, die heute dabei waren, an alle, die gewonnen haben und an alle, die nominiert sind und an alle, die eingereicht haben, an alle Leute, die Filme machen. Und vielleicht ja beim nächsten Wirtschaftsfilmpreis was einreichen. Es bleibt noch zu sagen, ab sofort, das ist noch wichtig für Sie, sind alle Preisträger mit den Filmlinks zu sehen auf www.deutscher-wirtschaftsfilmpreis.de. Dort gibt es ab morgen Mittag auch einen Mitschnitt von dieser Preisverleihung hier, genauso wie auf dem BMWi-YouTube-Kanal. So, und jetzt wird verteilt über Deutschland gefeiert und gebrainstormt und an den nächsten Projekten gearbeitet, die man dann hier wieder einreicht beim Deutschen Wirtschaftsfilmpreis. Und damit danke fürs Zuschauen. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.